Eine entspannte Mittagspause endet jetzt für Tim Grube und Marc Westerhofen, bevor sie richtig angefangen hat. Danke, Chef. Ja, riecht schon mal super. Sehr lecker. Das sieht wie letzte Woche. Aus, ja. Was ist das hier? Was ist das denn? Was hat die das jetzt gerade Englisch, oder? Ja. Chef? Ja. Gehören die zum. Sie haben hier was vergessen, junge die Dame. Zum Menü dazu, oder? Hallo, Sie, junge Dame, kommen Sie mal her. Sie haben da was liegen lassen. Ja. Hat das Thema nicht schon mal gehabt? Was sollen wir jetzt damit machen? Das ist ja naja, ein Mensch. Sie wollen doch sicher wissen, was Sie da essen, oder? Ja, 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 klar. Gut, das will jeder wissen, unbedingt. Was passiert? Das wissen wir in der Regel schon, was wir hier essen. Das Thema hatten wir schon mal. Also, dass das. Ey, alles klar? Was ist denn hier los? Total? Also, ich esse hier nichts mehr. Nee. Der Tipp war vielleicht doch nicht so gut. Lass uns mal gerade mal gucken, was sie da hat. Hallo? Mir war auf einmal so schlecht. Das schwanger. Nee, ich habe Currywurst gegessen. Das heißt, Sie sind schlecht. Wissen Sie was? Lassen Sie uns mal gerade mal zu Ihrem Tisch mal zurückgehen. Da würde ich mir gerne mal vielleicht mal Ihre Currywurst mal angucken. Ja, der Kollege und ich wollten hier lecker zu Mittag essen. Dann, wenn man dann sieht, dass am Nachbartisch eine Dame sich übergibt, dann stellt man sich natürlich schon die Frage, hat es was mit dem Essen zu tun, was hier verkauft wird? Ist hier irgendwas falsch mit der Soße, mit den Pommes oder mit der Wurst in dem Fall? Das ist natürlich dann naheliegend, dass es sich hier um das Essen handelt, was sie gerade bekommen hat. Riecht ganz gut, oder? Riecht also jetzt ganz normal. Verstehe meine jetzt Qualität, logisch. Noch eine Frage zu den Fotos. Sie sahen schon wieder. Legen Sie mal hin. Legen Sie hin. Ja. Die also Bilder sind zur Aufklärung. Alle der Reihe nach. Jetzt möchte ich jetzt mal gerade mal, warten Sie mal, Herr Chef, hier mal gerade mal wissen, warum liegen Sie hier jedem, Ihnen wahrscheinlich auch, haben Sie gerade auch schon mal Fotos gehabt von hier. Warum schmeißen Sie jedem hier die Fotos hier drauf? Was soll das? Ich habe mich darüber informiert, wo unsere Wurst herkommt. Und ich habe meinen Chef auch mehrfach darauf hingewiesen, ob wir nicht auf Bio-Wurst umsteigen möchten, damit die Tiere halt nicht so leiden müssen. Wissen Sie, ich bin seit kurzem überzeugte Veganerin. Und da er seine Wurst nicht teurer verkaufen möchte, habe ich mir überlegt, vielleicht kläre ich euch einfach auf, einfach die Kunden aufklären, woher das Fleisch kommt, damit man genau weiß, was man isst. Meine Wurst hat eine super Qualität, das weißt du ganz genau. Ja, aber die sonst hätte ich nicht hier 1000 Stammkunden jede Woche. Und die Tiere müssen dafür leiden, damit man sie so günstig verkaufen kann. Wir haben uns schon so oft drüber geredet. Irgendwann muss dann mal gut sein. Ist ja jetzt mal erstmal halb so wild. Also ich finde die Einstellung toll, ganz ehrlich. Ich glaube, das hat ja auch was mit dem Klimawandel ein bisschen zu tun. Ich kenne mich da auch zufälligerweise ein klein bisschen aus, weil meine Tochter, die lebt auch schon seit mehreren Jahren vegan. Deswegen bin ich da sehr wohl im Bilde. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, was ich überhaupt nicht tolerieren kann, weil wir kommen hier hin. Wir wollen gerne ein Stückchen Fleisch essen, wir möchten gerne eine Wurst essen. Wir haben einen super Tipp bekommen. Und dass das hier nicht unbedingt gerade geschäftsfördernd ist, gerade mal, wenn hier die Polizei noch am Tisch steht und hier irgendwas essen und trinken will, ich glaube, das ist mal ziemlich klar. Und dass Sie uns hier gerade mal nicht nur die gute Laune, sondern auch den Hunger so ein bisschen verderben oder verdorben haben. Weil ich habe hier keinen Bock mehr, was zu essen. Nee. Toll. Das ist nicht toll. Dankeschön. So. Was hast du damit angestellt? Jetzt erzähl doch mal. Womit angestellt? Mit der Wurst. Mit dem Essen? Ich habe gar nichts an dem Essen gemacht. Ja, Sie müssen sich wirklich mal hinterfragen, ob das dann die richtige Stelle, der richtige Ort für Ihren Job ist. Ja, mittlerweile nicht mehr. Ich bin auch gekündigt worden bis zum nächsten 1. Aber okay. Einen Job im veganen Restaurant zu finden, ist halt auch nicht einfach. Ja, hinterfrag das mal. Jetzt gilt es aber zu ermitteln, ob die Angestellte auch das Essen ungenießbar gemacht hat. Da die anwesende Stammkundin die Verdächtige in Schutz nimmt, verfolgen die Beamten eine andere Spur. Möglicherweise ist der Fleischlieferant dafür verantwortlich. Der Weg, also kommt vom Großhandel, sagen wir mal schlecht gewesen schon mal, schlechte Lieferung mein Sohn, gehabt. Mein Sohn holt das ab vom Großhandel. Ja. Und liefert das hier hin, ganz einfach. Okay. Kürzester Weg. Also, die werden auch kühl gelagert, das ist keine Unterbrechung. Die Kühlkette irgendwie unterbricht. Nein. Wo ist Ihr Sohn? Der kommt gleich mit dem Wagen hier. Der müsste gleich kommen. Okay. Dann müssen wir den vielleicht mal fragen. Kann man da im Wagen mal gerade mal gucken, was da ist? Ja, komm, geht rein. Die Vermutung liegt nahe, dass es der Großhandel möglicherweise mit der Hygiene nicht ganz so genau nimmt. Als die Beamten einen Blick auf das Fleisch werfen, erhärtet sich der Verdacht. Sollen die so blau sein? Nee, eigentlich nicht. Das gibt's doch nicht. Wieso sind die so blau? Das sieht ja so ein bisschen schon so aus, als wenn die. Riecht doch ein bisschen, oder? Guck mal hier, die andere da vorne auch. Guck mal ganz vorne hier. Oh, hier. Oh, ja. Okay. Warte mal. Was ist das hier? Okay, ist Ihnen das aufgefallen? Nee, gar nicht. Ja, das ist doch nichts. Scheiße. Also, wenn es schlecht wäre, würde das anders aussehen. Oder? Vertue ich mich da jetzt? Ja, aber normal ist es auch nicht, oder? Scheiße, ich hab da gar nicht was gedacht.
Während die Beamten die Angestellte befragen, kommt der Sohn des Imbissbetreibers hinzu. Auch der 29-Jährige hat direkten Zugriff auf das Fleisch. Was ist denn hier los? Gab's auch Würstchen? Würstchen? Haben Sie Würstchen gekauft? Ja, klar. Hier. Fällt Ihnen da was auf? Die sind so leicht bläulich oder hier vorne auch. Ja, was ist denn das? Das wissen wir nicht. Das kann nur uns ein Fachmann sagen. Wir sind eigentlich die Esser, die Käufer, die Nutzer. Wir wollen hier was haben. Aber das ist, was wir nicht unbedingt essen wollen. Ja, keine Ahnung. Wir okay, Sie haben jetzt auch Würstchen gekauft. Ja, ja, ich habe auch gerade vom Großmarkt Müssen wir die Würstchen mal kurz gekauft. Vergleichen, okay? Ja, klar. Oder kann ja auch sein, dass ein Großhandel Aber haben Sie denn nicht davon gehört, von der Großmarktmafia? die sind doch jetzt in den Großmärkten und so mit drin. Haben Sie das nicht gehört? Klären Sie mich auf. Ja, wissen Sie das wirklich nicht? Klären Sie mich bitte auf. Da sind doch so Betrügerbanden unterwegs. Okay. Die manipulieren Ware und, ne? Aha. Manche erpressen die sogar. Werden Sie erpresst? Unglaublich. Weiß ich nicht. Werden Sie erpresst? Werden Sie erpressen, die sagen, weiß ich nicht. Also, das habe ich eben halt gehört. Was heißt erpresst? Also, ich habe da einen Anruf gekriegt. Ich habe eine Nachricht bekommen. Ja. Da will einer 1000 Euro haben oder was? Hier deponieren die 1000 Euro und der will irgendwann abholen. Moment. Da kommen Sie jetzt mit. Warum hast du mir das denn nicht gesagt? Ich nehme das gar nicht für ernst. Hast du denn wenigstens die Polizei eingeschaltet? Nein, ach, das ist doch Lappalie, hab ich gedacht. Das ist ja, aber sehen Sie, das ist ja genau das, was ich gesagt habe, ne? Also, okay, wir gucken uns die Würstchen mal an, okay? Ja, brauchen Sie doch jetzt auch nicht unbedingt so, ne? Doch. Warum denn das? Ja, gerade deswegen, weil Sie das nicht wollen. Nennen Sie mir einen Grund, warum wir jetzt nicht da reingucken. Ja, was soll denn das? Ich hole die Dinger frisch aus dem Supermarkt. Ja, und wir vergleichen, ob die Würstchen genauso blau sind wie die, die auf dem Tisch stehen. Ja, gut. Macht einfach auf, sag ich mal. Tatsächlich scheinen auch die frisch vom Großmarkt geholten Würstchen verdorben zu sein. Der Imbissbetreiber ist sicher, dass nur die Lebensmittelmafia hinter diesem skrupellosen Angriff stecken kann und spielt dem Beamten die Drohnachricht vor. Wir gehen mal gerade mal rüber. Okay, komm mal mit, gefunden? Kurze Geschichte. Wir haben jetzt zwar hier nur eine Voice-Nummer, aber da ist eine Rufnummer hinterlegt. Ich denke mal, wir rufen die einfach mal an und vielleicht kriegen wir da irgendwas raus. Doch der Anruf bleibt unbeantwortet. Über die Kollegen der Leitstelle ermittelt Mark Westerhofen, dass es sich um ein Prepaid-Handy handelt und deswegen kein Halter festgestellt werden kann. Da die Beamten einen Verdacht haben, rufen sie die Nummer erneut an. Das ist ein Prepaid-Handy. Mhm. Warte, ich rufe an. Das sind paar, ja. Meine Dienstnummer. Das ist doch bescheuert, jetzt hör auf. Ja, da will ich aber sagen, das will ich aber jetzt genauer wissen. Da. Ja. Es wird ja immer bescheuerter hier. Sie kommen mal ganz kurz mit zu uns. Ja, warten Sie mal. Wir sprechen jetzt erstmal mit Ihnen. So, da kriegen nämlich schon damit los, dass Sie gar nicht wollten, dass ich hinten reingucke. Oder? Ja, ich wüsste auch nicht warum. Ja. Aber ich habe Ihnen ja gesagt, damit der Großmafia und so. Das dann erklären Sie mir mal, also Sie müssen sich selber, wenn Sie sich jetzt selber nach Straftat belasten, müssen Sie mir keine Angaben dazu machen, okay? Aber ich frage Sie trotzdem, wie kommt das Handy ins Handschuhfach Ihres Autos? Ja, von diesem ich sag ganz Handy ehrlich, also, wurde ein Drohanruf ich abgesetzt? Sowieso, ich hab hier auf diese ganze Scheiße sowieso überhaupt gar keinen Bock, ja? Das ist das eine, okay? Also das ist für mich sowas von albern hier, was hier alles passiert, weißt du? Ich möchte einfach meine Ruhe haben und nicht in so einer scheiß Pommesbude hier Curry kurz, nur weil das Papa gehört, arbeiten. Ja, ist doch was? So. Was? Ist das dein Ernst? Ja, natürlich. Du hast es gemacht? Ja, ja. Bitte? Das ja auch, wow. Du bist doch außerdem auch die ganze Zeit die Bilder da rum. Ja, bist doch selber schuld. Warum? Ja, ganz ehrlich, du verteilst ja die ganzen Dinger. Ich vergifte aber keine Menschen, ich kläre sie auf. Was denn für Vergiften? Ja, das weißt du, wie gefährlich das ist? Quatsch, das ist alles halb so wild, Mensch. Halb so wild, klar. Lass mich doch einfach in Ruhe mit dem Scheiß. Weißt du, ich war beim Bund nur wegen dir. Weißt du, ich hatte da auch keinen Bock drauf. Du lebst von diesem Geld. Stopp. Ich lebe von dem Geld. Nicht? Von den paar Kröken, die ich von dir kriege. Da kriegst du vom Amt mehr noch weniger. Ja, ist ja schon, weil ich halt nichts machen kann, was mir gefällt. Ich schütte uns so viel Geld hier. Ach, Quatsch. Weißt du was, ganz ehrlich? Stopp. Ja, stopp. Mach ja wohl sein. Nein, stopp jetzt mal. Ruhe jetzt mal. Sie auch. Sie gehen mal darüber wieder. Stopp. Bitte. Gehen Sie darüber. Also. Jetzt alle drei, weg. Ich bin schwach. Gehen Sie rüber. Ja. Chef, komm, geh rüber. Also, das war ja quasi schon so ein Schuldeingeständnis, ne?
Was für Schuldeingeständnis. Ja, wie, was? Ja, aber jetzt mal. Ja, ganz ehrlich, ich habe heute keinen Bock hier zu arbeiten. Ja? Was ist denn das Blaue? Ja, Kupfersulfat. Kupfersulfat? Ja, das ist halt nur ein bisschen Brechmittel, das ist nichts Schlimmes. Aha. Ja? Kupfersulfat. Also Sie wissen schon, dass Sie sich insgesamt in jetzt den verschiedensten Varianten hier sowas von strafbar gemacht haben, dass Sie hier gleich auf jeden Fall mit zu uns zur Dienststelle fahren wissen werden. Sie, ne? Das einzig Strafbare, was ist, dass ich gezwungen werde, hier immer zu arbeiten mit. Der Sohn muss sich wegen versuchter Erpressung und gefährlicher Körperverletzung verantworten.